So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir versuchen jetzt hier den Boss zu machen und ja, wir steigen durch den Nebel. Da steht da Margit. Margit, okay. Wir haben letzte Folge ja schon diesen Boss gefunden und wir haben uns soweit vorbereitet auf diesen Boss. By the way, ich kann auch... Nee, das war falsch. Ich kann jetzt auch die hier hervorrufen. Die helfen mir auch nochmal. Und damit sollten wir schon mal ein bisschen mehr Schaden machen. Sehr schön. Na. So, und ich würde jetzt auch noch mal sagen, wir machen... wir nehmen unsere Axt auch Nummer 2 händig, weil dann können wir auch unsere Fähigkeit hier noch einsetzen. Hier. Da können wir ja vielleicht auch noch mal gut Schaden machen. Oh, kacke, nein! Wir hätten ihn fast. Aber der Kampf ist easy eigentlich. Ich hatte ja auch noch meine Heilung und so. Ich muss halt eher aufpassen, dass ich die Heilung überhaupt einsetze. Aber ja, dann... das schaffen wir, das schaffen wir. Das ist, glaube ich, easy. Ja, ich musste mich so ein bisschen konzentrieren jetzt. Deswegen, ich laber beim Kampf immer nicht. Aber ihr habt ja gesehen, das ging eigentlich easy. Also, wenn er seinen großen Angriff macht, der kommt halt sehr verzögert. Aber mit den Geisteraschen... die ich auch direkt mal auswählen kann. Genau, dann spawne ich die direkt. Dann sollte das gehen. Und ich sollte vielleicht dann auch direkt zweihändig nehmen, weil immer wenn wir ihn die Haltung brechen, sollte ich den so machen, also nutzen, weil dann mache ich ja nochmal mehr Schaden. Also ja, ich glaube fest daran, dass das der Try jetzt sogar schon werden könnte. So, komm her. Nein, 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 nein. Warte. Ich muss eben... So. Ja, mit Steuerung habe ich noch so meine Probleme. Ich habe zum Beispiel gar keine Waffe gerade. So, wie jetzt. Ja, da kommt man rein, wenn man dann... ja, das wird nicht den Try, das wird nicht den Try. Wenn man dann super viel gespielt hat und so schon, aber... Oh, ich bin so schön da drüber gesprungen. Ja. Also war mir klar. Ich muss schneller lernen, die zu wechseln und so. Das ist das Problem bei mir gerade. Das war auch dumm, ne? Also, ja. Okay, jetzt. Jetzt,
Ich hoffe, ich habe es mehr verstanden. Wir versuchen es nochmal. Und wir müssen auch... Genau. So. Ja, okay. Oh mein Gott, aber dass man auch halt so, ja, Two-Hit ist, ne? Ja, aber also ein guter Try, so wie am Anfang. Bei mir ist es meistens auch so, wenn ich lange einen Boss nicht versucht habe, dann bin ich im ersten Try, den ich dann mache, bin ich immer mega gut. Also zum Beispiel bei Geometry Dash war das auch so. Wenn ich so ein Level super lange nicht gespielt habe und dann das erste Mal wieder spiele, dann komme ich immer so... ...80% weiter als normalerweise oder so. Ja. Wie wir ja aber auch einfach so eine ganze Armee haben, die auf ihn einschlägt, ne? Okay. Ich hoffe, ich vergesse nicht immer die Tode hochzustellen, aber ich glaube... Also ihr könnt das ja auch immer nachgucken, ob ich immer dann Tod hochstelle, aber... Ich garantiere dafür nichts. Also wenn ihr seht, ne, an die Leute jetzt, die im Chat sind, dass ich einen Tod nicht hinzufüge, sagt Bescheid. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, schade, dass ich das nicht nutzen konnte. Ja. Okay, meine Geister sind tot und mein wo ist mein Schwert? Meine Axt? Ja, und mein anderer Kumpane halt auch fast, ne? Oh ja. Okay, jetzt wollen wir gewonnen, ne? Okay, okay. Komm. Ah. Ja, also umso länger der Kampf geht, umso schwieriger ist es für mich halt auch zu checken, wie ich meine Waffen da gerade, was ich habe. Also da habe ich ja auch aus Versehen irgendwie irgendwann mal wieder zum Schild gewechselt, obwohl ich das gar nicht wollte. Ach, Mann.
Also, Y gedrückt halten und dann den Knopf drücken. Das ist das Wechseln. Ja, okay. Und wo ich gerade dabei bin, einen Tod hinzufügen. Ja, wartet. So. Und Inventar. Nee, wo ist denn das? Ausrüstung. Genau, die tue ich raus. Und die tue ich auch raus. Kacke. Schön. Oh, was? Okay, crazy, crazy, crazy. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so schnell mich töten kann noch. Aber okay, okay, okay. Ich bleib dabei, der ist easy. Also mit den ganzen Sachen, die ich hier auch beschwöre und so, ne? Das ist ja kein richtiges 1v1, ne? Also ich habe ja schon echt viele Leute auf meiner Seite. Ich heile mich andauernd aus Versehen. Also so mega, mega oft. Das nervt mich selber richtig. Und was mich auch nervt, ist das Gegner anvisieren. Ich wollte mich heilen und dann habe ich angegriffen. Ah, heilen und angreifen. Ich check's nicht, wieso ich die immer verwechsel. Weil das sind halt, also ich find's aber auch mega weird, mit den Schultertasten anzugreifen. Aber ich verstehe schon, halt ein schwacher Angriff und ein starker Angriff und halt je nachdem, welche Hand man benutzt, die Seite. Aber ja, ich hatte das nicht drin, nicht ansatzweise. Ich konnte nicht malen, aber war gut. Ja, der Try ist auch absolut verloren. Dieses Spiel ist so schlecht auf einmal. Wait, er hat ihn gefinisht? Lol. Okay, dafür ist er auch gleich tot tatsächlich. Ja, er ist jetzt tot, okay. Aber wir haben ihn auch tot.
Okay, Mann, ich bin mega sad. Das war so ein schlechter Try. Och, Mann. Smoldering with thy meager flame, cower in fear of the night. The hands of the fell omen shall brook thee no quarter. Okay, Talismanbeutel. Ja, ach Mann, das war halt doof jetzt, ne? Dass der Try es tatsächlich war, aber na gut. Wir sind zumindest durch. So. Erhöht die Anzahl an Talismanplätzen. Okay, ja, dann. Ja, schön. Nur dann bräuchten wir auch erstmal welche, ne? So. Verlorene Gnade. Und. Wird mit uns jetzt nicht noch geredet? Ja, oder? Nein? Nee? Okay. Aber. Wir haben Runen bekommen. Ganz, ganz, ganz viele. 9153 Runen. Mindestens das machen wir. Kraft auch, würde ich sagen. Genau, und wir machen mal Erklärungen an, dann können wir mal einmal durchgehen, was sie alles machen. Dieses Attribut für Entdeckungen erforderlich. Es beeinflusst außerdem eure Resistenz gegen Heiligschaden, eure Lebenskraft sowie bestimmte Zaubereien und Anrufungen. Okay, versteckt außerdem die magische Kraft von Anrufungen mit Glaubensskalierung. Es versteckt außerdem die magische Kraft von Zaubereien mit Weisheitsskalierung und eure Magieresistenz. Mhm. Also zum Zaubern wäre Weisheit. Braucht man Weisheit. Das nötige Attribut für komplexe Waffen. Okay, versteckt ebenfalls die Angriffskraft von Waffen mit Geschickskalierung, Senkzauberei sowie Fallschaden und lässt euch fester im Sattel sitzen. Ja, okay. Für schwere Waffen. Versteckt ebenfalls die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung und beeinflusst eure körperliche Verteidigung. Bestimmt eure Ausdauer und eure Robustheit. Ja, die brauchen wir auch dann. Und wie schwer die Rüstung sein darf, beeinflusst das auch. Dann Fokus und FP. Was ist Fokus? Und Feuerresistenz sowie LP. Okay, dann würde ich erstmal so skillen. Bisschen mehr Ausdauer, viel Kraft und viel Stärke. Ja. Ja, genau. Und wir gucken mal, wie viele Runen wir jetzt dann noch bekommen. Aber an sich könnte man auch gucken. Boah. Schlosssturmschleier. Boah, das sieht sehr, sehr geil aus. Und an sich könnte man auch gucken, wie das dann aussieht. Ob man vielleicht noch eine Rüstung da in dem einen Gebiet, also in dem... Auf der... Wie heißt es? Tafelrundfeste? Tafel der Gnade. Aha. Ob man da noch was holt. So, und das war erst der Boss, um hier reinzukommen, oder wie? Ach du Scheiße, ey. Okay. Überreste plundern. Herbeirufen anderer Spieler. Benutze ein Krummfingermedizin, um die Rufzeichen von Spielern aus anderen Welten zu offenbaren. Goldene Zeichen stehen für Verbündete, rote Zeichen stehen für Gegner.
Die Mehrspielerpartie beginnt, sobald ihr ein Rufzeichen benutzt habt. Ihr übernehmt dann die Rolle des Wirts der Finger. Okay. Okay, und wo geht's hier noch lang? Noch mehr Loot. Beziehungsweise auch ein Weg. Feuerfett. Okay. Was? Achso, das sind die... Achso, Höhle des Wissens. Okay. Wo haben wir das denn? Waffenüberzug verursacht Feuerschaden. Okay, aber damit können wir unsere Waffe einschmieren, dass sie Feuerschaden macht. Okay. Und wo bin ich jetzt hier lang gegangen? Also... Wollen wir hier lang? Ach, warte mal. Hätte man den... Nein. Man hätte den nicht skippen können. Ich dachte gerade, aber... Nee. Aber, hä? Ist das einfach ein Secret Weg hier, oder was ist das? Oh, hallo. Eine Trina-Lilie. Okay, da ist auch nochmal Loot. Aber hier geht's auch nicht weiter, oder? Und einfach Einschusslöcher hier überall. Aber da oben, da kann man auch irgendwo lang. Okay. Oder müssen wir jetzt doch noch zurücklaufen, oder wie? Okay. Kann man da unten auch hin? Ja, ne? Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch dieses Tor. Beziehungsweise, ach so, das geht gar nicht, oder? You there? Come over here, would you? Okay, hallo, wer bist du? You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Oh, try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Okay. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. Okay. I pray for your success. Ja, also ich habe ihn jetzt mal vertraut, Alter. Also nur, ob das schlau oder dumm war, aber mir ist auch noch eingefallen. Wir haben doch hier. Wir haben das Schild doch auch noch. Okay, goldene Rune, sehr schön. Und Ruinenfragmente. Glaubt ihr, man überlebt den Sprung? Wartet. Wir können ja Objekte herstellen. Die herstellen, ja. Inventar. Nutzen. Ja, doch. Überlebt man.
Bolzen. Das alles für Bolzen? Oh, na gut, okay. Kann man da hoch? Das sieht so aus, ne? Aber ne, irgendwie nicht. Okay. Was? Wieso habt ihr an euren Füßen so... Hilfe! Die haben an ihren Füßen so... Zeug, also Messer. Was zum... Also, hä? Ja, okay, aber an denen kann ich mich ja auch anschleichen. Beziehungsweise, was ist, wenn ich da gar nicht erst runtergehe, ne? Ich muss da ja gar nicht runtergehen, eigentlich. Hätte ich jetzt einen Bogen, könnte ich die abschießen, aber... Achso, da kommen wir dahin. Ist hier noch was? Nee. Als ob die mich schon gesehen haben. Ja. Mann. Wieso hat der so lange gebraucht, bis er mal herkommt? So, der erste Tod, dann habe ich auch keine Probleme mehr mit meiner... Nein. Mit meinen Zielen, ne? Okay. Und sie sind beide tot. Okay, sehr schön. Gut, gedroppt haben die aber nichts. Ah, okay, ja, na gut. Das sind echt so Messer einfach, ne? Ja. Die an deren Füße sind. Okay. Interessante Kumpanen. Ey, es... Oh, es ist so schlimm mit diesem Anvisieren. Wäre das Anvisieren besser, dann... Ach, Mann. Ich glaube, ich muss mal in den Einstellungen vielleicht gucken. Ja, das ist ja nur das Zielen an sich, ne? Ja. Ja, na gut, okay. Nee, dann muss ich da wohl durch. Dann muss ich das entweder lernen oder... Ja, I don't know. Aber also Steuerung ist ein huge Minuspunkt, muss ich sagen. Also, ich komme halt einfach gar nicht damit klar. Weil ich will halt, also ich darf halt meine Kamera nicht
Ich. So, warte mal. Also, das drücken. So, jetzt habe ich auch nicht das Schild mehr zweihändig. So. Ich darf halt meinen Stick zum Kamerabewegen halt gar nicht mehr anfassen, einfach, wenn ich einen Gegner anvisiere. Und. Ah, das ist. Nee, ich mag das nicht. Da oben sitzt ja einer drinnen noch. Ne? Ja, aber ich hab halt auch kein Dings mehr, ne? Junge, das sind halt auch 3 Stück. Schwieriger als der Boss, Real Talk. Ich kann die halt auch nicht einzeln pullen. Ich glaube, ich renne einfach rein und... Ja, ne? A Real Talk, ich glaube, ich bräuchte mehr Versuche. Och, Mann, nimm doch nicht immer deine scheiß Flasche. Das ist auch so dumm. Warum gibt es nicht einfach einen Knopf für die Flasche? So? Ach, nein. Was wollte ich sagen? Ich glaube, ich renne da einfach lang und dann hoffe ich, dass ich den Loot da mitnehmen kann und dann, ne, weil, also. Da haben wir wieder das Problem, ne? So, auf jeden Fall, ich habe jetzt mein Schild. Digga! Mann, du so... Ey, ich hasse dieses Anvisieren. Warum ist denn das so? Ha! Bitte! Bitte, bitte, bitte! Kann man... Chat, wisst ihr, ob man das ausschalten kann? Dass die... Also mit dem Anvisieren, dass das immer so wechselt und alles. Also dass ich einfach trotzdem meine Kamera benutzen kann. Weil man kann das Spiel nicht spielen, ohne anzuvisieren. Aber immer wenn ich es anvisiere, dann ist halt alles scheiße. Also muss ich mir wirklich angewöhnen jetzt, einfach den Finger nicht auf diese Taste zu... Also nicht meinen Stick zu bewegen. Weil bis ich das raus habe, das schaffe ich in 100 Stunden nicht. Glaube nicht, ich muss aber in den Einstellungen suchen. Ja, in den Einstellungen war es ja nicht. Oder ich habe es nicht verstanden. Also. Ich will die aber schon besiegen. Digga, entspannt euch, Jungs. Ja, try me. Junge, okay. Ja, na gut. Oh, es ist... Ja. Ich muss... Oh. Kriegs... Oh. Ich habe deren Füße bekommen. Also, als Schwert. Okay, ja.
Ist halt auch leider Geschick, ne? Ich weiß nicht, vielleicht lohnt es sich auf Geschick zu gehen. Ich würde aber halt auch erstmal eigentlich die... Okay, da geht's lang. Die Dings sehen, so die Magie sehen. Bevor ich mich so wirklich auf irgendwas festlegen will. Nein. Och, nee, bitte nicht. Nee, ich will da nicht runterfallen. Wenn ich die anderen runterschubse, dann ist cool. Achso, hier seht ihr auch, der Gegner hat goldene Augen. Und wenn die goldene Augen haben, bedeutet das, dass die... Ach, die haben das hier sogar verteidigt, oder wie? Ja, ja, deswegen... Ja, ist ja ein super schlauer Punkt, ne? Einfach jemanden dazu haben, der dann eben schnell die Leute rufen kann, falls da irgendjemand kommt, ne? Ja. Was wollte ich sagen? Wenn die leuchtende Augen haben, geben die mehr Runen. Viel mehr Runen. Irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht, wie viel mehr, aber ja. So, wir haben noch ein Schild gefunden. Da. Okay. Ja. 8 Stärke. Ist aber wahrscheinlich dann schlechter als meins auch, ne? Hier sehen wir auch die Federn, auch zur Heilung. Und wir haben einen Schmiedestein 3 bekommen, okay. Ja, genau. Diese Lilien da. Mhm. Ich gehe gerade einfach mal alles ein bisschen durch. Achso, ah, man kann einfach gedrückt halten. Oh, das ist cool. Okay. Gut. So, dann haben wir alles einmal angeguckt. Aber ich müsste nochmal wissen, ob ich dann... Ob das besser oder schlechter ist. Nee, das ist schon danach. Also ist das schlechter. Okay. Also mehr Blitzschadenschutz hätte es, aber... Nee. Okay. Das war's. Okay, eine Rune 2, okay. Warte, das sind doch... Die sehen doch so ähnlich aus wie der Typ, der uns geholfen hat, oder? Ach so, stimmt. Es gibt auch unsichtbare Wände, ne? By the way. Stell dir vor, du stehst da hinten am Ende des Raumes und dann kommt da einfach jemand angerollt, indem er alle an... Hilfe? Indem er alle anderen Kisten in dem Raum zerstört. Ah, Hilfe. So, weg mit dir. Krallen? Das ist eine Waffe. Oh, schade. Geschick. Oh, Krallen klingen cool. Schnitt und Stich. Okay, ja. Löst Blutverlust aus. 60. Boah, ich glaube, auf die will ich leveln. Als nächstes. 14 Geschick, doch. Die sehen cool aus. Boah, stell dich vor, wenn man so... Oh, doch. Die sind cool. Wir können uns auch einfach mal noch hier... Die sehen auch nice aus. Ein Faustkampfwaffe mit scharfen parallelen Klingen. Ja, okay, dann können wir wahrscheinlich kein Schild mehr tragen, ne? Die zu Blutverlust führen. Die perfekte Waffe für alle die, die im Dunkeln lauern. Okay, für so ein, ja... hinterlistigen, deep-mäßigen Bild. So, ne? Okay. Talent, Schnellschritt. Ein Talent für geschickte und flinke Krieger. Führt ein schnelles Manöver durch, mit dem ihr fixierte Ziele umkreisen könnt. Was auch immer das bedeutet. Mhm. Okay. So, und hier
Oh, nee. Sind Leute, die Feuertöpfe werfen. Ja, okay. Ich muss sagen, aber also die Axt gefällt mir von der Geschwindigkeit, glaube ich, auch schon. Also die ist auch schon gut schnell. Und ich kann halt dann trotzdem noch... Also ich beschwere mich zwar auch immer über das Schild, aber an sich will ich ihn ja eigentlich behalten. Und ich glaube, hier ist... Ist hier die Stelle? Ich kann mich daran erinnern, als ich mal einen Trailer gesehen hatte. Ah, nee. Okay. Dass um so eine Ecke hier einmal ein Gegner gelauert hatte. Okay, da geht's nicht durch. Deswegen muss ich da nochmal aufpassen. Aber an sich... Oh. Verschlossen. Okay, Wurfteuche, ja. Aber wie kommen wir denn dann jetzt hier lang? Oh, lol. Ich bin bis zum Boden gefallen. Ja, schade. Ja, wo müssen wir lang, damit wir hier durchkommen? Oder kommen wir hier gar nicht durch? Warte, kommen wir... Nee, okay. Schade. Wieso schwebt dann Teile in der Luft? Naja. Nee, über uns. Wir müssen weiter hoch, auf jeden Fall. Da ist auch noch Loot links. Oh, eine goldene Runde 2. Sehr schön. Ja, okay, 200 Runen sind damit auch nichts, ne? Ah, die hier geht auf. Okay. Aber... Kommt man da hoch, ist die Frage für mich jetzt gerade. Müssen wir uns merken? Junge. Was bist du? Ich kann auch meine... die Dinger, die Rosinen nicht einsetzen. Hä? Also, ich habe sie oder ihn ja schon gesehen gehabt, aber... Hä? Also, Leute mit Schilden. Ganz, ganz großes Problem bei denen. Wir spawnen hier ganz hinten. Digga, hallo? Hallo? What the hell? Digga, alle Runen verloren. Wegen was? Was war das? Okay, ja, das nervt mich jetzt schon.
Also es macht ja mehr Sinn, dass er die Freunde von sich holt, weil dann kann man zumindest ordentlich angreifen und die runterschubsen hier, also. Ja. Naja. Ach, das nervt mich jetzt. Das waren echt viele Runen. Wie viele Sachen hier aus sind, ne? Wie machen die Leute, dass die hier den ganzen Tag chillen? Tigger. Ja, okay, ja. Schade, okay. Ich hatte sie fast. Ist das eine sie? Ich weiß es nicht. Also musste man wirklich um sie herumgehen. Ja, okay, ich hab halt. Ich dachte, sie guckt halt weg. Sie guckt halt. Ja, halt haargenau in die entgegengesetzte Richtung, wie sie jetzt letztendlich guckt. Aber, nee, dann habe ich das falsch gesehen. Okay. Oh Mann, die Armen. Ja, und die 400 Runen sind auch weg. Habe ich meine Tode angepasst? Och, Leute, ihr müsst mir helfen dabei. Vergesst das. Ich spiele auch viel, viel unvorsichtiger. Ich glaube, man merkt. So. Da lohnt sich ja schon noch ein zweites Mal heilen, eigentlich. Aber naja. Gleich nehmen wir eh nochmal Schaden von den Leuten hier. Okay. Der andere. Hä? Wo ist der hingegangen? Oh. Lol. Okay, der andere ist mit runtergefallen anscheinend. Okay.
Nee. Das will ich nicht akzeptieren. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir heute in der Folge noch schaffen werden. Den einen Ritter da besiegen oder die Ritterinnen oder was auch immer das ist. Als ob die... Oh, 700 weitere Runen weg. Ach ja. Ich farm einfach Tode, das ist es. Ich habe jetzt in diesem Gebiet danach schon viel mehr Tode gefarmt. Also nicht? Okay, chill halt. Ich dachte, ich kann da durchrollen, aber naja. Schon viel mehr Tode gefarmt als beim Boss, ne? Ich kann die halt nicht pullen, weil ich keine Waffe für Fernkampf habe. An dem Punkt wäre es, glaube ich, sogar schon schlauer, einfach wieder weiter zu farmen für ein paar Runen und dann hier wieder hinzugehen. Ach, Mann. Oh. Naja. Oh, warte. Schuhe. Schuhe? Okay. Ja, na gut. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Oh Mann, ey. Wie soll ich hier durchkommen? Entspannt euch mal. Ja, ich war... Ach Mann, ich brauche so eine Fernkampfwaffe. Digga! For real? Beim Boss bin ich 10 Mal gestorben, Maximum. Vielleicht so 8-9 Mal. Hier? In dem gesamten Gebiet jetzt auch schon so 15 Mal oder so. So, du bist ganz nervig. Du gehst mal ganz weit weg. Mann, ich habe halt auch immer, da hatte ich jetzt wieder halt mein Schild nicht und ich, es ist irgendwie, also die, wie erkläre ich das? Ja, ich weiß nicht mal, wie ich es erklären soll.
Mann, ich will halt mein Schild benutzen, aber ich kann es nicht benutzen. Versteht ihr? Dass dieser große Gegner nicht mal das Problem ist. Das Problem ist einfach, da überhaupt hinzukommen. So, ich gehe hier rein, visiere die an und benutze mein Schild. Ich sagte Schild benutzen, aber naja. Digga, Jungs! Hä? Wie könnt ihr so ein Problem sein? Hat jemand mitgezählt, wie viele Tode ich hier gestorben bin? Hallo, bitte umdrehen, danke. So. Also okay, ich verstehe schon, dass ich auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad so spiele, mäßig. Komm, Digga, also... Mann, wie soll man... Okay, kurze Frage, wie soll man da langkommen? Die werfen... Wenn ich davor stehen bleibe, werfen die nicht auf die Explosionsfässer. Wenn ich durchrolle, sterbe ich. Was soll ich also machen? Ach, der hat mich schon gesehen. Ja, okay. Digga, ach komm, was? Ach, das Anvisieren ist so kacke, Real Talk. Oh mein Gott. Digga, also die Leute hier, ne? Wir werden es nicht mal mehr bis zum Los schaffen. Ich glaube, ich hänge hier noch 30 Minuten. Dass sie auch so Dornen an sich haben. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich weiß halt nicht, wie ich die angehen soll. Ich check nicht, was man hier machen könnte. Thank you.
Jungs, bitte, hört einfach auf zu existieren. Junge, ich hab... ich hab die jetzt schon so oft bekämpft, dass ich einfach deren Loot bekommen habe. Ja, ist besser. Haben die jetzt doch mal alle Explosionsfässer angegriffen. Also, ja, vielleicht hing Leaks, lag es einfach daran, dass ich irgendwie super Pech hatte oder so. Glassplitter. Okay. Wertloser Plunder. Okay, ja, na gut. Wie viel geben die? Steht da nicht mehr dran. Okay. Ja, okay. Ich würde sagen, wir versuchen es, ne? Okay, Haltung gebrochen zum Glück einfach. Okay. Wo haben wir das? Krummschwert-Talisman. Also unser erster Talisman. Verbessert Abwehrkonter. Oh, das ist strong, oder nicht? Und der Schlüssel, okay. Ja, benutzt, gut. Und... nee. So. Ah, und jetzt können wir hier hoch. Ja, ich traue immer noch meinen Runen hinterher, da die ersten, aber... naja. Okay, hier war ja Loot, das... schade. Da war ja Loot... warte mal, da ist jemand gestorben. Da war ja Loot, deswegen... gehen wir zurück. Aber ich glaube, wir müssen nach vorne tatsächlich. Ach ja, okay. Ja, nee, also das ist nicht meine Folge. Ich glaube, es fing damit an, dass ich den Boss nicht so crazy besiegt habe. Also, dass ich halt super schlecht gespielt habe und ihn trotzdem besiegt habe. Also, ja, das hat mich schon sehr gebrochen. Okay, Feuerfett. Warte mal, das ist doch... hey, wie kommt man denn da hin?
Man muss hier irgendwie nach außen lang kommen können, oder? Was war da? Hier links von uns ist irgendwas. Aber naja. Och, ey, komm, ich glaube es nicht. Ja, ich schieb's einfach auf diese Folge. Danach wird auch erstmal eine Pause gemacht. Eine richtige Pause. Ich hasse diese Gegner, die sind ganz, ganz schlimm. Mann, ich habe schon 5 Versuche gebraucht, nur um hier hochzuklettern. Und dann muss ich gegen 2 Gegner da kämpfen. Das dauert ja noch Stunden, bis ich da wieder jetzt angekommen bin. Vielleicht habe ich Glück und die Tür ist schon offen dann, aber I don't know. So. Die da zu besiegen ist ganz chillig eigentlich. Warte. Komm, werf nicht so weit. Warum schreit er so? Ist das Kopfschmuck oder was ist das? Ja, die tragen das auch am Kopf, oder? Oh, aber so können wir uns sehen. Ah, das ist schon geil eigentlich. Also, ja, die bisschen Verteidigung, das ist gerade auch scheißegal. Ob ich die hab und oder nicht. Digga, ich habe nur gerollt, um zu gucken, wann ich da eine Angriffschance hatte, ne? Nicht einmal. Da haben sich alle abgewechselt. Oh, das ist schlimm, bis ich da wieder oben bin. Okay, also wir sehen uns in... Ich glaube, 60 Toten bin ich da wieder oben. Dass ich jetzt nochmal so 15 Tode habe, glaube ich. Ich farm halt einfach nur die ihren Ausrüstung, ne? Ja, okay. Welchen Assassine wäre das cool, aber bin ich nicht. Das war knapp, du.
Ja, mir ist scheißegal, wie viel Runen ich habe tatsächlich gerade. Jetzt ist halt eh komplett egal, ne? Ich trolle. Real Talk, ich trolle. Das, was ich mache, kann ich niemand ernst nehmen. Ey. So, noch mehr Ausrüstung? Nee, okay. Diesmal nicht, diesmal nicht. Wieso hattest du so schnell noch einen neuen Wurf? Oh, er leuchtet. 335 Runen von dem einen Typen. So, droppst du jetzt was oder nicht? Oder. Nee. Nee. Okay, doch. Also die lohnt sich halt schon, ne? Es hat schon viele Runen und ein Easy Kill. Also wenn ich farmen wollen würde, würde ich die auf jeden Fall farmen. Hä? Hat sich da gerade was umgedreht? Also geht ja schlecht, ne? Da lebt ja eigentlich nichts. Aber egal. Ja, also wenn ich Runen farmen wollen würde, dann die, weil 400 Runen jedes Mal, wenn ich mich zurück zur Gnade teleportiere, ist halt cool. Nur die Gegner vorher muss ich halt auch irgendwie üben. Ne? Also. Ey, lass mich da durch, bitte, danke. Nein, warte, lass mich mal eben. Okay. Glück gehabt. Was? Was ist mit dir? Warum drehst du dich um? Wir müssen da irgendwie runterkommen. Siegelhammer. Oh, ein Hammer. Hammer, wie du dich bewegst in deinem. Oh shit. Sorry. Müssen da oben rüber und dann da rein?
Okay. Oh, was? 31 Stärke? Oh mein Gott, das ist mein Dream. Ich gehe auf Stärke. Ich brauche diesen Hammer. Der ist ja so cool. Hier, nutzen wir einen. Ja. Nutzen wir nochmal einen. Okay. Das sah komisch aus mit der Wand gerade da, aber. Ja, dich haben wir auch. Leiche plündern und. Hallo? Danke, dass du runterkommst. Weil oben wärst du gefährlicher gewesen. Okay. Kommen wir jetzt hier zu diesem Loch, wo ich einmal hin wollte? Oder. Ey, I do not know where I am. Ey, holy shit. Okay, warte. Also das ist auf jeden Fall nicht das Loch anscheinend. Wir wollen da oben hin. Oder? Nee, von da kommen wir. Das hier? Nein. Hä? Warte mal. Ich habe hier noch Loot gesehen bei irgendeinem von diesen Löchern. Also das hier ist so oder so der Rückweg, aber... Hä? Hä, welches war das denn jetzt? Ach, I don't know. Okay. Ich glaube, unsere D2 ist beendet. Wir gehen jetzt endlich weiter. Also nach so... Weiß nicht, wie viele extra Tode sind wir jetzt gestorben? Gefühlt 30, oder? Oh mein Gott, wisst ihr noch, als ich euch am Anfang erzählt hatte, yo, hier irgendwo steht jemand um die Ecke? Ja, wir haben ihn gefunden. Okay, nochmal schwächer, aber man braucht auch weniger Stärke dafür. Eine silberne Feder, ein silberner Federfuß, okay. Sah erst aus wie eine Hand für mich tatsächlich. Okay, erhöht kurz die Objektentdeckung. Mhm. Also wenn ihr irgendwas farmen wollt, nehmt dieses Ding. Und das sieht aus, als ob wir da dann jetzt endlich zum Dings kommen. Rein in den... Da unten was ist? Rein in die Festung. Dass wir endlich den Weg rein gefunden haben. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt schon das Fernrohr, ne? Holy shit. Ja, das Spiel sieht so gut aus, ey. Pilze. Hm. Nur Pilze?
Also da könnte man hinspringen bestimmt. Nur das bringt nichts, ne? Oh no. Mann, wann kommt denn nochmal eine Gnade? Wenn der sich aber nochmal umdreht und mich jetzt nicht sieht. Doch. Was? Wie kannst du so hart extrem bereit sein? Oh, Junge, ey. Ich finde auch crazy, dass wir die ganze Zeit was von den Updates sehen. Also von dem DLC. Weil ich habe das DLC ja nicht. Was? Ey, Mann, ja, immer diesen extra heilen. Also davon krieg ich's auch kotzen, wirklich. Das ist ganz schlimm. Junge, wie ich in dieser gesamten Stunde einfach nur hier war, ne? Ach so. Okay. Oh. Ja, okay, die kann ich halt anziehen, falls ich Dings Last brauche, ne? Okay, okay, okay. So, jetzt aber. Mann. Junge, weg mit dir. Wirklich. Du warst ja mal so extrem nervig. Also die hasse ich, die Gegner. Die unten halt auch, aber die auch. Also beide. Okay, das sah so aus, als ob da jemand wäre, aber nein. Gerät bewegt sich nicht. Okay, ja, na gut. Kommst du hier komplett runter? Schade. Ach so, auf der anderen Seite. Ich wollte mich nicht heilen, aber okay. Okay.
Sehr schön. Haben wir auch das. Warte mal, du schießt immer noch? Ich dachte, du warst tot. Naja, okay. Was haben wir hier noch? Okay, Feuerfett mit Kordel. Schnelle Waffenüberzug verursacht Feuerschaden. Okay. Also mit Kordel ist einfach schneller als das Waffenfett. Gut, gut, gut. Ja! Eine Gnade. So, jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal noch auf Geschick oder gehen wir komplett auf Stärke? Weil bis wir die Stärke haben für den Hammer, es dauert. Deswegen will ich das nicht machen. Also, die Stärke, die kriegen wir sonst so oder so irgendwann. Oder vielleicht können wir... ja, muss es ja geben. Irgendwann die Dings zurücknehmen, die ganzen Punkte zurück ausgehen, also zurückkriegen. Und dann, dann können wir das auch nochmal komplett auf Stärke gehen oder so. Also falls das nah genug dran kommt. Oh nein, nicht wieder die Dinger. Oh. Okay. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich setze mich hin, denn... Uiuiui, das war eine Folge. Ich hoffe, nächste Folge läuft besser. Auch wenn ich da schon die Vögel da sehe. Aber, also, man muss einfach mal gucken, wie viel Tod ich am Anfang der Folge hatte und wie viel ich jetzt habe. Das ist schon, ja, Es ist eine Kombination aus, ich verstehe die Steuerung immer noch nicht. Ich hatte, also, ich bin einfach nur reingerannt, hatte nicht nachgedacht und, ja... So ganz vielen anderen Sachen. Okay, ich hoffe trotzdem, es war irgendwie unterhaltsam, sich das anzugucken, wie ich nur 15 Mal dieselbe Stelle spiele. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, vielleicht ja wieder. Ich hoffe, nächste Folge wird besser. Doch, doch, die kann nur besser werden, ne? Also, bye bye und bis zum nächsten Mal.